Ein freundliches Hallo, guten Abend zurück hier bei Civilization. Ich sag bloß guten Abend, denn ihr seht's mal. Ja, 1.05 Uhr. Es ist einfach die Uhrzeit zum Civilization aufnehmen. Hier wird noch gebaut, da wird noch gedacht und hier werden schöne Sachen gemacht. Ich weiß nicht, was ich zuletzt getan habe, aber es fällt mir schon noch ein. Ich habe die Tastenbelegung hier für die Zivilopädie-Dingsbums geändert. Es blockt jetzt kein blödes Fenster mehr auf beim Aufnahmestarten und Beenden. Welch ein Fortschritt. Weiter geht's in der deutschen Weltgeschichte. Ich bin immer noch im Krieg mit Kyros, sehe ich gerade. Ich erinnere mich. Ich habe von dem Krieg bisher noch nichts gespürt. Mein Oberhaupt, wir ziehen allmählich die Aufmerksamkeit. Je mehr Spezialbedarf. Ja. Ich muss das kurz abbrechen, weil den Fehler hatte ich irgendwie letztens schon mal beim Spiel. Wenn man gerade am durch die Gegend fahren ist und genau in dem Moment guckt diese dämliche Beraterin, dann hört das Spiel nicht mehr auf, davon zu laufen. So, ihr habt den Bauernhof gemacht. Ich kann hier noch ein Sägewerk anbringen oder da drüben den Bauernhof. Und hier hinten gibt es noch ganz viel zu fischen, na, deswegen habe ich auch noch einen neuen den Auftrag gegeben. Okay, ich verstehe. Ich hätte mir jetzt gerade was von berühmten Persönlichkeiten erzählt, aber wenn es jetzt irgendeinen gibt, der sich für mich interessiert, dann sagen die mir das auch, ne? Die lassen mich nicht dumm sterben. Deswegen an sich alles gut. So. Dann. Ja. Ja, so ist das. Machen wir noch 12 Runden. Heidelberg benötigt mehr Wohnraum. Aber da bin ich gerade noch am Mauer bauen. Das wird jetzt noch eine Weile dauern. So, wir können hier eine auf den Bauernhof klatschen. Politik für unsere Regierung einzuführen, kann ein großer Vorteil sein. Ja, wissen wir. Unser Volk wartet auf euren Erlass. Das würde ich eigentlich auch gerne irgendwie mal gucken, ob ich das in den Optionen abschalten kann. Ein System von Lehnsherren und Vasallen bildet sich heraus, um das Ackerland in eurem Reich zu verwalten. Feudalismus. Die Feudalherren in eurem Reich rufen nach einem Streiter, der ihre Länder verteidigt. Könnte es ein gepanzerter Reiter sein? Euer Wissen über die Technologie Steigbügel hat große Fortschritte gemacht. Nice. Wir haben eine neue Möglichkeit gefunden, unsere Länder. In der Demokratie zählt die Entscheidung des Volkes. Im Feudalismus entscheidet der Herrscher über sein Volk. Leibeigenschaft können wir jetzt machen. Dann haben die neu ausgebildeten Handwerker zwei zusätzliche Bauaktionen. Das ist eigentlich ziemlich geil. Ah, das geht aber auf Kosten. Ja, Gold durch alle Handelswege haben wir hier. Eigentlich auch ganz gut. Ist die Frage, brauchen wir die zwei Punkte für den großen Wissenschaftler? Die sind halt eigentlich schon immer sehr praktisch, ne? Ich lasse es erstmal so stehen. Wollt ihr, das Menü für Politikänderungen wurden nicht bestätigt? Ja, Entschuldigung, habe ich vergessen. Falscher Knopf. Ja, dann sind das nämlich gleich 5 statt nur 3. Das ist nämlich an sich auch ganz geil. Und ganz praktisch. So, Feudalismus ist abgeschlossen. Irgendwie durch man braucht irgendwie eine gewisse Menge an Bauernhöfen und dann geht das. Und die haben wir tatsächlich gemacht hier. Wenn wir so dermaßen viel Korn überall haben. Das ist ja nett, das ist ja schön, das ist ja... So, errichtet für Handelswege, das haben wir nicht. In früher Zeit soll es sehr viel Mittelaltermärkte gegeben haben. Öffentliche Verwaltung, lasst die Bevölkerung einer Stadt auf 10 wachsen. Das dauert noch ein paar Runden.
Habt 8 Landeinheiten in eurem Militär, da sind wir mal weit von entfernt. Errichtet für Handelswege. Weiß nicht, wie viel ich habe. 2 oder 3. Da warte ich vielleicht nochmal mit, dann machen wir halt eben Söldner von der Küste. Das war's schon wieder. Das ist ja toll. Geht immer noch weiter mit fröhlichem Hin- und Hergeklicke. Ägypten hat angeblich Schikismus gegründet. Diese Landesgrenzen hier sind sehr verwirrend. Dam, badadam, dam, dadadam, dam, dadadam, dam, dam. Was will der denn? Der will mein Eisen haben, aber der kauft ein Eisen für 10 Gold. Ja, wir können uns den Saladin mal gut halten. Vielleicht kommt der irgendwann auf die Idee, dem Kyros auf die Schnauze zu hauen für uns. Das wäre doch nett. Dann hätten wir irgendwie Arbeit gespart und Mühen gescheut, zum Arbeit gespart. Ich habe mein Versprechen gehalten und nicht in der Nähe von Ägypten gesiedelt. Ja, ich baue mich auch gerade hier hoch. Jetzt wird hier noch ein bisschen wild gejagt. Das ist doch auch schön. Und es gibt a new production. Ah, in Frankfurt. Frankfurt ist nice. Die Frage ist, was? Das können wir alles nicht machen. Noch ein Siedler. Überhaupt irgendwelche Truppen. Quatreme. Ich kann wenigstens auch mal ein bisschen draufkloppen. Oder wir gründen ein Stadtzentrum. Weil das Handelszentrum wäre eigentlich dann hier ganz cool. Ach, wir können jetzt die Hanse machen. Flussproduktion und angrenzendes Handelszentrum. Nehmen wir mal an, wir würden auch hier eine Hanse machen. Hier das Handelszentrum. Das braucht keine Nähe zum... Also würden wir hier den Handel machen, dann würden wir hier den Hafen machen und dann machen wir hier ein Hansezentrum. Plus 3 Produktion durch angrenzende Ressourcen. Ja, genau hier. Zack, zack, zack. Das ist doch perfekt. Das ist doch nice. Hier machen wir Handel, hier machen wir Hafen. Und dann rocken die richtig die Hölle. Dann gehen die richtig ab. Irgendwo anders hatten wir auch immer noch mal eine Ecke, wo wir das so schon geplant hatten. Muss ich gleich nochmal gucken. Da so viele Schiffe die Häfen eures Reiches verlassen, sehnt ihr euch danach, eure Erkundung zu dokumentieren. Kartografie hat einen Bonus bekommen. Nice, nice. Irgendwo war was mit Flüsschen. War das hier? Oder war das hier? Also, Ludwigshafen, genau. Hier haben wir nämlich schon den Hafen. Hier kommt dann... glaube ich, das Handelszentrum hin. Was habt ihr denn gebaut? Ach, ihr habt einen Hafen ab... ach, den zweiten Hafen haben wir gebaut. Genau. So, dann können wir den Hafen hier ausbauen. Da gibt es dann Leuchttürme für. Oder wenn das Mausoleum machen. Alle großen Admiräle können ihre Ruhestandfähigkeit ein weiteres Mal nutzen. Und große Ingenieure haben eine zusätzliche Ladung. Ja, muss im Ganzen an einen Hafenbezirk gebaut werden. Das will ich aber eigentlich ungern. Denn Handelszentrum auch hier durch angrenzendes Fluss. Angrenzende Hafen. Plus Hafen hier. Guck mal, plus 5 Gold. Das bringt hier richtig fette Kohle.
Und ähnlich wäre es dann auch hier oben. Deswegen würde ich das gerne mal so machen. Heidelberg hat die Stadtmauern gebaut. Heidelberg hätte gerne eigentlich mehr Wohnraum. Ich könnte einen Aquädukt machen, der würde halt ewig brauchen. Der käme irgendwo hier oder dahin. Der braucht Verbindung zum Flüsschen. Im Grunde genommen. Machen wir da hin. Das nehmen wir auch ganz schön. Guck mal, da kommt hier nämlich ein großes Schaufelrad und dann wird das hier rüber gepumpt und das verursacht mehr Wohnraum und irgendjemand hat mir hier den Hinduismus angedreht. Ach du Scheiße. Und ich kann einen weiteren Handelsweg erstellen, das ist aber nett. Habe ich auch eigentlich vor, da gibt es nämlich irgendwo wieder einen Bonus. Biba-Bonus. Alter, wie viel Militär habt ihr denn, Leute? Ihr Wahnsinnigen. So, das war jetzt alles, oder was? Gut, aber jetzt ist hier oben mein Handwerker fertig. Mein Fünf-Mann-Handwerker. Das ist sehr nice. Der kann mir nämlich dann mal richtig loslegen. Je mehr sich die Wissenschaft in die Kriegsführung einmischt, desto mehr wächst der Bedarf an Technikern in den Feldarmeen. Im letzten Krieg gab es niemals genug Pioniere. Militärtechnik. Waffenkammer, Militärpioniere können wir machen und Salpeter wird jetzt aufgedeckt. Soweit sind wir schon. Und hier haben wir auch direkt schon eine Salpetermine gefunden. Ja, leck mich am Arsch, wie geil ist das denn? Wird sofort eingesackt. Damit geht es nämlich dann später richtig auf die Fresse, wenn wir nämlich Salpeter haben. Können wir anfangen mit Schießpulver Production. Burgen machen noch keinen Sinn. Bau zwei Universitäten, das haben wir halt auch noch nicht. Kartografie haben wir jetzt mit zwei Häfen. Das gibt mehr Gold durch die Fischerboote. Ich habe kein Sägewerk gebaut. Ach, hey, je. Und hier können wir den Steigbügel machen und da hätten wir Ritter. Müssen wir gerade noch mal gucken. Technobaum. Gucken wir gerade mal den Technobaum hier. Steigbügel, genau. Der führt nämlich dann unweigerlich weiterhin zum Schießpulver. Brauchen wir aber erst noch mal eine Waffenkammer. 5 Runden. Ja, komm. Machen wir. Geiler Scheiß. Dann werden wir jetzt bald richtig brutal. Und wenn wir da in dem Bereich technisch hier den Alexander da unten richtig abhängen, dann kriegt er von uns ziemlich böse auf die Schnauze. So, Handelszentrum. Gilt auch hier. Fluss angrenzend. Hafen angrenzend. Baum Chikawawa. Fette, fette Kohle, Alter. Schöne Sache, das. Also hier bei dem Spiel ist es sehr, sehr wichtig, irgendwie gerade die Sachen taktisch klug aufzustellen. Und dann geht das richtig ab. In 4 Runden ist Alhambra Apadana fertig. Das bringt dann auch nochmal richtig Schönes. Donia hat Speer. Ja, also der hat hier immer noch ziemlich viel eher einfaches Militär. Und ihr baut mir Salpeter ab. Mit eurer neuen Salpeterquelle kann eure Feuerwaffenindustrie durchstarten. Als nächstes muss die Präzision verbessert werden. Und wir haben den Bonus für die Technologie Drall. Das ist sehr gut. Damit nähern wir uns jetzt schon 900 nach Christus in großen Schritten.
den Schusswaffen und der ordentlichen Infanterie. So, die wollen von mir Salpeter haben und geben mir dafür Diamanten und Gold. Ha! Gut. Könnte ich ein Sägewerk machen, aber das bringt mir für das eine Ding einen Bonus ein. Aber hier wollte ich ja, glaube ich, die Hanse haben. Die baue ich schon ab. Ich schicke die erstmal hoch. Ich kann mich mal umschauen, ob ich ihn noch irgendwo immer innerhalb meiner Grenzen. Nein. Hier unten auch nicht. Gut. Keine weitere Salpeterquelle. Na schön, na schön. Aber wenigstens eine. Das ist auf jeden Fall schon mal was. Vielleicht findet sich auch irgendwann noch eine zweite. Hoppla. Dum di dum 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 di dum dum. Hab ich noch Tee? Juhi! Ah. Gluck, 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 leer. So. Gut, kann ich nichts mit anfangen. Können wir nichts machen. Lassen wir es bleiben. Gerüchte zufolge, England ist vom Mittelalter zur Renaissance fortgeschritten. Das finde ich jetzt hart, dass sie auch schon so weit sind. So, nächste Runde ist hier mein Hast du nicht gesehen Wunder fertig. Wunderbar. Unser erstes Wunder, das wir dann jetzt endlich auch mal bauen. Haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Mein Vorfahre Dareios erschuf diesen Apadana, doch er wurde niedergebrannt. Durch die Gunst von Ahura Mazda, Anahita und Mitra konnte ich den Apadana wieder aufbauen. Ein sehr, sehr schöner orientalischer Tempel. Mein Oberhaupt. Wir haben einen Gesandten zur Verfügung. Zwischen dem Steigbügel und dem Boden bat ich um Gnade. Und Gnade habe ich gefunden. Das freut mich für dich. Stimmt, ich wollte gerade mal gucken. Das Spielmenü öffnen. Zur Ruhe setzen, neu starten, zurück, bla bla. Schnell speichern. Optionen. Spiel. Berater. Neu bei... Nein. Genau, zack. Danke. So. Bei diesem Beratergeschwätz abschalten, das ist ja fürchterlich. Als labert die mir dazwischen. Ich krieg das auch so mit, dass wir einen Gesandten haben. Der sagt mir das hier unten. Da steht's. Guck, da steht. Dass wir das so machen können. Aber wir können jetzt erstmal eine Forschung wählen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Boni da für die zwei Häfen. Hier können wir nämlich jetzt hier das noch machen. Noch irgendwas, baut ein Sägewerk, das haben wir halt immer noch nicht gemacht. Baut eine Waffenkammer. Das würde ich jetzt auch gerne mal angehen. Wir machen aber erstmal die Kartografie. Aber für die Waffenkammer muss ich auch ganz dringend mal irgendwo ein Lager errichten. In Wiesbaden können wir kein Lager errichten. Warum können wir kein Lager errichten? Ach, benötigt eine Bevölkerung von 13 oder mehr. Ach du Scheiße. Dann haben wir mal eine Universität, um hier mal unsere Bevölkerung ein bisschen anzukurbeln. Und in Frankfurt. Ist die Hanse fertig und kann jetzt eine Werkstatt aufnehmen. Auch schön. Unser kleines Hansegebiet hier, auch hübsch. So, dann schicken wir noch unseren Gesandten raus. Mal gucken, Kumasi gehört nach wie vor
Mia Hattusha würde ich gerne dem Kyros abluchsen. Ach, guck mal, ich kann zwei setzen. Schön. Wollen wir das mal bestätigen. Zack, und dann holen wir da mal ein bisschen auf und dann werden wir dem das mal ganz gediegen. Aha. So, und damit hat Tusha nämlich mit mir auch Frieden geschlossen, weil der nämlich, weil ich den nämlich jetzt gerade seinen Einfluss weggenommen habe. Hihihihi. Sehr schön. So, weiter geht's in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüssi.